Ich zeige euch mal, wie man auch in so einem kleinen Camper in Ruhe sein Geschäft verrichten kann. Kommt mal mit. Bei vielen Roomtours, gerade bei diesem kleinen Camper, fragt man sich immer wieder, ist da überhaupt eine Toilette drin? Ist da überhaupt eine Dusche drin? Hier können wir sagen, ja. Und jetzt gucken wir uns einfach mal an, wie die Toilette denn hier aussieht. So, hier im Inneren des kleinen Campers steht unsere gute Boxio Trockentrenntoilette. Was das für ein schickes Teil ist, gucken wir uns jetzt mal an. So, wir haben jetzt hier die Boxio Trockentrenntoilette und jetzt schauen wir uns einfach mal an, wie das Ding genau aussieht oder aufgebaut ist. Man muss nämlich noch ein, zwei kleine Handgriffe machen, um das Ding aufzubauen. Das ist der sogenannte Trockentrenneinsatz. Das ist im Prinzip where all the magic happens. Weil damit wird quasi der Feststoff vom Urin getrennt und dadurch funktioniert das ganze System. Und das ist immer, wie soll ich sagen, die größte Ingenieurleistung, die eigentlich mitgetan ist, das so zu bauen, dass es halt wunderbar ja, funktioniert. Ansonsten kommt das relativ überschaulich daher. Ich meine, es ist auch kein Hexenwerk, so eine Trockentrenntoilette. Wir haben hier einen Urinbehälter, der ja, passend mit einem Henkel kommt, dass man seine ja, Errungenschaften relativ einfach wegtransportieren kann. Und dann kommt noch ein Plastikeimer daher. Ganz. Und falls, damit hier keine unangenehmen Gerüche auftreten, die in der Regel nicht auftreten, wenn man Urin und Feststoff trennt, gibt es hier natürlich noch einen Deckel dabei. Und genau das gleiche gilt für den Urinbehälter. Da ist natürlich, wenn man es vielleicht auch länger nicht benutzt, ein Deckel dabei. Ansonsten sind hier noch ein paar Kleinteile, eine Gebrauchsanleitung und ein paar Nipsel, Schrauben. Und diesen Deckel kann man dann quasi hier oben drauf schrauben, damit wirklich gar nichts daneben geht. Wird hier an dieser kleinen Stelle wird dann der Urinbehälter drunter gesetzt und so kann das wunderbar passend drauf gemacht werden, sodass nichts daneben geht. Und diesen Aufbau hier nochmal auch mit dem Feststoffbehälter, der ist quasi in dieser schwarzen Box versteckt und so vorne Urin, hinten Feststoff, keine Probleme. Ja, zum Aufbau ist hier eigentlich alles relativ selbsterklärend. Ich sag mal, jeder hat bestimmt schon mal so ein IKEA-Möbel aufgebaut. Der wird hier mit auch zurechtkommen. Heißt, wir haben hier ein kleines Teil, was man hier vorsetzt. Und das ist eine Art Abstandshalter. Also kurzum, man macht hier ein paar Schrauben, also vier Schrauben noch rein, damit der Trenneinsatz nachher auch noch hält. Und im Prinzip hält das Modul fest und dann kann man das hier drauflegen, sodass das nicht mehr hin und her rutschen kann. Und fertig ist das Gerät. Viel mehr muss man nicht aufbauen. Dann, was man noch machen kann, wenn man jetzt den Deckel befestigen möchte, ist hier eine Kordel dabei und die kann man sich dann hier dran machen. Hier einfach mit einem einfachen Knoten das Ganze vielleicht noch hier passend abschneiden. Und dann bleibt der Deckel halt auch dran. Aber alternativ, mir würde es persönlich reichen, wenn man den Deckel einfach zur Seite legt, weil wenn hinten nicht Platz ist, dann kommt das halt nicht dran. Aber das ist jedem selber überlassen. Und man möchte das einfach sauber machen, nimmt den Deckel hoch und kommt dann relativ einfach an den Urinbehälter und eben auch an den Feststoffbehälter. Im Shop von Boxio gibt es dann auch noch ein umfangreiches Zubehörprogramm, wie man seine Toilette, ich sag mal, ein bisschen aufwerten kann. Ein sehr kleines, wunderbar kompaktes Maß, was mir jetzt für den kleinen Camper sehr gut gefällt.
Aber dadurch ist es natürlich eine etwas kleine Sitzhöhe, also man sitzt ein bisschen tief. Dafür hat Boxy aber auch Abhilfe geschaffen. Wir haben hier einen, wie soll man sagen, eine Erhöhung, wenn man so möchte. Und die kann man dann drauflegen und dann kommt man auf eine angenehme, ich glaube, müssten ungefähr 40 cm sein, angenehme Sitzhöhe, die das Ganze ein bisschen entspannter macht, ein bisschen mehr Gewohnheit an die üblichen Toiletten hat das Ganze dann. Ein weiterer Vorteil hat diese Erhöhung halt auch noch in dem Sinne, dass man hier drunter die auch Toilettenpapier oder Kleinigkeiten für eben eine Trockentrenntoilette verwenden kann. Hier müssen wir halt, zum einen haben wir jetzt hier beispielsweise, das sind Müllsäcke, die man dann in den Feststoffbehälter machen kann. Und mit einem beispielsweise Hanfstreu können wir dann die Feststoffe, wie soll man sagen, etwas verdecken, dass es halt nicht so lose drin liegt und sorgt noch dafür, dass etwaige Feuchtigkeit im Feststoff quasi in das hier Hanfstreu entzogen wird. Und da gibt es beispielsweise auch hier einen passenden Behälter dafür, den man sich dann mit der benötigten Menge füllen kann. Dann kann man das hier reinlegen. Hier noch Platz für das Toilettenpapier. Und schon ist die Toilette bereit. Der Toilettengang kann nichts im Wege stehen. Wie gesagt, das ist ja noch optional, aber macht vielleicht Sinn für den einen oder anderen, dass man alles beisammen hat. Und dann kann man die Box wunderbar hin und her tragen. Damit man jetzt nicht Angst hat, dass das lose geht, gibt es hier noch so Clipser dabei. Damit kann man die Boxen relativ einfach miteinander verbinden, sodass man, wenn man jetzt hier noch oben anfasst, das untere Element halt auch mitkommt. Ja, eine sehr einfache Lösung, die, wie ich finde, super funktioniert. Über die Optik, ja, gut, da lässt sich jetzt drüber streiten, ob so eine schwarze, unauffällige Box jetzt schöner ist als eine Holzkiste, als, ich sag mal, eine Designer-Holzkiste, jedem das seine. Ich für meinen Teil denke mir, die bleibt sowieso irgendwo in der Ecke verstaut, die muss ich jetzt nicht präsentieren, dass ich jetzt die hübscheste Toilette habe. Mir gefällt das schwarz, aber jedem das seine. Eine schicke Holzoptik wäre natürlich auch schön, aber dann sind wir natürlich bei einem anderen Preis nicht mehr bei, ich glaube, aktuell ist es im Angebot für 149 €. Link zu der Toilette gibt es natürlich unten in der Beschreibung, wo ihr das Ganze erwerben könnt. Und jetzt gehen wir mal ins Auto und verrichten mal das erste Geschäft. Jetzt würden wir in diesem Fahrzeug nicht vermuten, dass sich hier eine kleine Toilette drin befindet. Aber wie gesagt, sie ist ja hier verstaut und die kann man sich dann einfach passend rausholen und verwenden. Und so eine Trockentrenntoilette ist auch gar nicht allzu schwer zu bedienen. Ich zeige euch mal, wie das geht. Das gute Stück muss einfach nur passend positioniert werden, dass man auch genug Platz hat, um sein Geschäft zu verrichten. Dann nimmt man den Deckel ab und setzt sich einfach nur drauf. Und wie es jetzt weitergeht, naja, das muss wirklich nicht jeder sehen. Nach getanem Geschäft kann man auch ganz einfach hier die einzelnen Teile, die zwei verschiedenen Trennbehälter, entfernen. Dazu nimmt man einfach den Trenneinsatz ab und hat hier den Urinbehälter, den man einfach in irgendeinem Abfluss oder dazugehörigen Grauwasser entfernt. Und für Feststoffe gibt es einen separaten Behälter, wo man beispielsweise mit einer passenden Kompostiertüte, mit einem einfachen Müllsack, die Feststoffe sammelt und dann in der Restmülltonne einfach entfernt. Ganz einfach. So, damit hat sich jetzt die Frage nach der Toilette im Kleincamper oder Minicamper, wie man es immer nennen will, geklärt. Dann bleibt mir noch zu sagen, ich wünsche allseits gute Fahrt und ein noch besseres Geschäft.